Het wiekenkruis, het vluchtbereik van deze molen is 25 meter en 20 centimeter. Von ihrer Bauart her ist die St. Hubertusmühle eine Bockwindmühle. Sie wurde im Jahr 1801 als Kornmühle erbaut. Heute, so erzählt uns Müller Zwelsen, wird hier Tierfutter gemahlen. Das drehbare Mühlenhaus steht auf einem halbgeschlossenen Bock auf 4 gemauerten Fundamenten. Vor dem Mahlgang werden die Flügel besegelt und in den Wind gedreht. Hierbei drehen sich auch Mühlenhaus und Treppe. Stehen die Flügel richtig im Wind, wird das Mühlenhaus hier angekettet. Auch können die Ketten noch nachgezogen werden, um die Flügel genauer in den Wind zu setzen. Der Osterwind ist an die Wiege hier. Dann steht der Trab an der Straßseite. Wir haben da. Hier, dann trage ich auch. Bisschen schwer. Oh ja. Hier sehen wir auch den Auslegerbaum, den sogenannten Stert, an dem Rad und die Befestigungsketten angebracht sind. Dit noemen we de paraplu. Dit zwarte gedeelte, dat blijft stilstaan. Naar boven, dat draait die. Dat noemen we de zetel, de stoel, waar je rust. Dus dat hele molenhuis kunnen we draaien, links of rechts op. Koek weer onder in de muur. Dat kan weer maken. Hier sehen wir das Herzstück der Mühle, den sogenannten Baum, der sich in dem Mühlenhaus als Rundbalken fortsetzt. Das ist originäre Standard. Die ist dus uit 1802, dus mehr als 200 Jahre alt. Das ist noch der Originalbalken? Ja, original. Die nicht, die auch, die buitenste. Die zijn vernieuwd in 70, dus die zijn pas 40 jaar oud. Ja, maar die zijn 209 jaar oud. Ja, Wahnsinn, wie lange das Holz hält, ne? Seht ihr die Büschjes of Gaatjes, um die Tiere zu bestreiten? Für den Hautwurm of Bokter of dergelijke. Anders wordt die natürlich helemaal opgegeten. Dat moeten we niet hebben. Nee, braucht man nicht. Wunderschön, das ist schon ein Kunstwerk hier unten, ne? 200 Jahre alt. In Ost-West-Richtung steht die Mühle auf niedrigen Füßen, in Nord-Süd-Richtung auf hohen Füßen. Warum? Nein, hat das einen Grund? Ja, meistens auf das Jahr, der Wind aus der Zäune. Wie der Wind ist. Ja. Ist stabiler dann. Ja. Vielleicht. Das Mühlenhaus selber erstreckt sich über 2 Etagen. Wir erreichen es über die hohe, freischwebende Treppe und genießen erst einmal den herrlichen Ausblick. Hier rundum ist wunderschön, diese Gegend. Ja, ja. Maastricht Aachen Airport. Airport, das Vliegveld da. Ja, ja. DSM. DSM. Dit is de kerk van Genoot, Sint-Hubertus-kerk. Daar is deze molen ook naar genoemd, Sint-Hubertus. Er gibt auch Sint-Hubertus-Straat, habe ich gesehen. Ja, Sint-Hubertus-Straat. Habe ich gesehen. Ich dachte schon, da ist die Mühle, aber war nicht. Ja, ja. De kerk van Schimmert. De kerk van Schimmert. En de watertoren. De watertoren van Schimmert. Die ronde daar. Ah ja? Kijk maar. Ja, dan moet je denk ik hier komen staan. Dat ronde gebouw. Die ronde dat toren. Is de wassertoren. Ja, die wassertoren. Ja. Die ronde gaten. Dat zijn kijk- en windgaten. Ah. Kijken hoe het weer is. Ja. Een buik hem opzetten. Of kinderen aan het spelen zijn bij de wieken. Maar het heeft ook windgaten. Als het tocht in de molen. Durchzug.
is een teken dat de molen niet goed op de wind staat. Het mag niet tocht in de molen. De wind moet recht op dat wiekenkruis staan. Heel wichtig. Ja. Zie je? Voelen ze dat? Dat is niet goed. Ja. Die moesten de mulen links breien. Dan is die mule zo langzaam. Ja. In Breveren. In Breveren mule. Die gaat, die gaat vanzelf op de wind, automatisch op de wind. Ja. Met die aparte windroos. Ja. Ja. Hier sind wir auf der ersten Ebene der Mühle, dem sogenannten Mehlboden. Das ist das Ende. Ja. Unten dieser quadratische Balken. Ne? Ja. Hm. Ja. Ja. Das ist ja schon ein Monsterbalken. Ja, ne? Geht sehr schnell. Guck mal. Der war auch kein junger Baum, ne? Nein, nein. Guck mal. Sehen Sie? Nee. Ah. Ein bisschen schnell. Oh, guck mal. Oh lala. Ja, die rast, ne? Ja. Aber es passiert nichts hier. Nein, nein. Es kommt nichts. Nein. Und haben Sie gut gesehen. Sehr gut. Sie können eine Etage höher gehen. Ja. Jetzt geht's hoch zur zweiten Ebene der Mühle, dem Steinboden. Oh, wie schön. 200 Jahre alt. Und es funktioniert. Noch immer. Immer noch das Gleiche. Meistens ja. Ja. Mhm. Ein bisschen ist er erneut. Ja. Wird das irgendwie geölt oder so, das Holz? Behandelt? Welches Holz? Es ist einfach so, läuft das immer rund. Ja, ist nicht behandelt, das. Muss man nicht irgendwie schmieren, damit das läuft, schmieren. Das meine ich. Ja. Schmieren. Mit, wie sagst du das in Deutsch? Will ich nicht. Sagen Sie es in Holländisch. Schmieren mit Rösel. 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 Was ist Rösel? Varkensfett. Fett, dierlich Fett. De Varkens. Von Schweinen. Schweine, ja. Kost niks, zeg maar. En goede, zeer goede smeereigenschappen. Uh-huh. Daar kun je de hals goed mee smeren. Pan ook, daar kun je meerdere dingen mee smeren. Ja. Reuzel. Dat meinte ik, of dat irgendwie. Ja. Dat is ook. Het läuft ja ook zeer ruhig, ne? Ja, zeer ruhig. Dat is unglaublich. Ja. Zo. Wie een Glöckchen. Ja, ne? Also. Ja. Das waren schon findige Handwerker früher, ne? Das muss man einfach sagen. Ja. Wenn man denkt, was man heute alles dazu braucht, um überhaupt da das Korn zu malen. Ja, ne? Ja. Das kleine Rad. Ja. Und ich kann das kleine Wieltje in das Grote schakelen. Und dann halen die Wieken von mir die Sachen. Mo, hoef ich nicht te werken. Kijk mal. Ich habe hier knoopjes in gemacht. So leuk ben ich. Kann ich in de vloer vastzetten. Ah. En ruk hier aan. Kijk. So. Sehen Sie. Guck meine Hände. Kijk naar buiten. Was gebeurt? Het is nu wel jaar oud, dat functioneert maar altijd. Ja. Als we nu gaan malen, dus we zijn nu voor de prinsen draaien. De wieken draaien, maar de muntstenen niet. Als ik wil gaan malen, moet ik die steen, dit steenrondsel, daar inschakelen in dat grote wiel. En daardoor gaat die steen draaien. Ah. Hier liggen ze. Ah. Koppelt steen, hè? Daar werd het afgemaakt, quasi. Ja.
gibt ja ganz viele Geschichten, dass die schlimmste Arbeit für einen Müller ist, den Stein zu schleifen, ne? Das ist wichtig. Das ist sehr belangrijk. Hier zit heel veel steen. In deze kuip ligt een koppel molensteen. Eentje ligt op de grond. Ja. Die ligt maar wat te liggen. Ja. Daarom wordt ook de ligger genoemd. Ja. De andere ligt er omgekeerd op. Die gaat draaien. Ja. Noemen wij de loper. Die is hier aan deze as geschakeld. Ja. Dit noemen we het kropgat, wat graan invalt. Waar tussen stenen komt, noemt men de entree. Midden is het breekvlak. Worden de korreltjes kapot gebroken. Mm-hmm. En op het uiteinde is het maalvlak. Mm-hmm. Wordt het dus uitgemalen. Mm-hmm. Door de groeven wordt dat meer naar buiten getransporteerd. Ja. En loopt hier buitenom een spatel, een strijker mee. Die neemt dat meel mee, wat tussen die stenen uitkomt. Over die meelring in die kuip. Mm-hmm. En hier boven de meelpijp wordt het gelost. Gaat het beneden de zak in. Ja? Ik kan van hier zien of die zak vol is. Dan kan ik met deze stok even de toevoer afsluiten. Dan heeft de molenaar alle tijd van naar beneden te gaan. En een nieuwe zak aan te hangen. Hoef ik niet steeds de molen stil te zetten. Daarvoor is die stok. Ja? De stenen, zei je net, die moeten scherp zijn. Net als een mes. Ik overdrijf een beetje. Dus die moeten van tijd tot tijd, nagelang men maalt, of waar ontreinigingen in zitten in het graan, gescherpt worden, oftewel billen. Mm-hmm. Moeten we die bovenste steen hiervan afnemen? Mm-hmm. Maar die weegt meer dan 1000 kilo. Hoe doen we dat? Mm-hmm. Met het steenkraantje. Dan hebben we uitzwenken. 2 of 4 gaten in. Mm-hmm. Daar kunnen we die pennen induwen. In de zijkant. Ja? Omhoog draaien met die spindel. Uh-huh. En dan kunnen we hem hier keren op de vloer. Wordt dat plekje gescherpt. Ja. Hier zie je voet hangen. Oude molenaar. Uh-huh. Een jute zak onder zijn rechterknie. Ah. Handschoenen aan. Ja. En dan met zo'n bielhamer hier. Die groeven 1 voor 1 uh-huh. nagaan. Uh-huh. Eigen intensief werk. En die klem hangt, dan kunnen we hem draaien. Aber kann man trotzdem nicht alleine machen. Nein, nein. Wie viele Leute? Zwei Leute. Das ist doch toll, ja. Wunderbar. Ja, das ist auch sehr interessant.